Colonel Harvey. Geben Sie mir den Chef des Stabes. General, Checkpoint ist in 15 Minuten gesichert. Dann kommt hier keiner mehr raus oder rein. Was ist los? Tut mir leid, Sir. Das Gebiet steht unter Quarantäne. Sie müssen wieder zurück nach Ennis. Bitte folgen Sie dem Licht. Ja? Was ist hier los? Die ganze verdammte Stadt ist krank. Ich weiß es nicht. Aber ich habe große Angst, dass irgendwas von hier ausbricht. Ich möchte, dass Holly hier bei mir bleibt. Und du bleibst bitte auch in der Stadt. Wird gemacht. Die Kulturen vernichten sollen, wie ich es gesagt hatte. Wesley, was erwartest du von mir? Ich bin hier, um dabei zu helfen, das verdammte Ding zu isolieren. Woher sollte ich das wissen? Du musst den Dreck vernichten. Du darfst das Zeug nicht weiter horten, verstehst du? Es wird die ganze Menschheit vernichten. Ganz gleich ob Russen, Chinesen oder Amerikaner. Irgendwer stiehlt es und irgendwer lässt es raus. Sieh es doch ein. Okay, aber hör mich erst mal an. Wann rechnest du mit den ersten Toten? In 1 bis 2 Tagen. Es ist abhängig von den unterschiedlichsten Faktoren, Alter, Konstitution und so weiter, das weißt du. Ich möchte dir eine schlichte Frage stellen. Hast du ein Antitoxin oder ein Gegenmittel? Ja. Dann holen wir es. Auf uns wartet viel Arbeit. Ich nehme an, im Fall von Kriegen und Seuchen bedeutet ein Menschenleben nicht sehr viel. Aber hier hat das Leben noch einen Wert. Der alte Richter war ein guter Freund von mir. Wer hat dieses Monster aus dem Käfig gelassen, Dick? Ted Nixon hat eine Kultur rausgeschmuggelt und ist verschwunden. Unser Sicherheitsdienst hat ihn aufgespürt und in Gewahrsam genommen, einen Tag, nachdem er sie verkauft hatte. Du weißt nicht zufällig, an wen er sie verkauft hat? Er beging Selbstmord, bevor wir mit ihm reden konnten. Du weißt schon, Schnürsenkel. Sicher, dass es Selbstmord war? Es passt zu gut zusammen, finde ich. Wie sind die Zahlen derzeit, Doc? Einschließlich der 5 Toten, 94 Infizierte. Wie halten Sie das durch, Tom? Keine Ahnung. Es geht halt. Das ist die Kultur aus der Luftröhre des Richters. Sehen Sie sich das Wachstum an. Unglaublich. Ich werde einige Objektträger vorbereiten. Doktor, besitzen Sie einen Verbrennungsofen? Ja, Sir. Dann nehmen Sie den Dreck und verbrennen Sie ihn. Wes, die besten Bomben der Zukunft werden mikroskopisch klein sein. Viren sind billiger, sie zerstören keine Gebäude.
Ganz gleich, ob es uns gefällt oder nicht. Das sind die Tatsachen. Wir müssen damit leben. Ja, wir leben damit so gut wir können. Hoffentlich geht in der Zwischenzeit nicht die ganze Welt dabei drauf. Daddy? Hm? Wer sind die Leute in den weißen Anzügen? Und was wollen die vielen Soldaten hier? Also, das sind Ärzte. Und sie versuchen nur, bestimmte Medikamente herzubringen, damit es allen wieder besser geht, verstehst du? Sind das Impfstoffe oder sowas Ähnliches? Ja, sowas Ähnliches. Gibst du mir auch eine Spritze? Zuerst nehme ich dir etwas Blut ab, aber ich verspreche dir, es tut nicht weh. Angst? Nein. Nein, Cowgirls haben niemals Angst. Das weißt du doch. Wenn ich einmal Arzt werden will, so wie du, dann darf ich keine Angst vor Spritzen haben. Denn ich würde den Leuten viele Spritzen geben. Da hast du recht. Kannst du ein Geheimnis behalten? Großes Ehrenwort. Ich habe schreckliche Angst vor Nadeln. Ich hasse sie. Au! Gut so. Ja. Entschuldigen Sie. Wie fühlen Sie sich heute so? Es geht, Sir. Ich möchte einen Gefangenen aufsuchen. Jeder hat das Recht auf einen Anwalt. Sogar Mr. Chisholm. Das Gericht erkennt mich als solchen an. Jawohl, Sir. Gut. Bitte drehen Sie sich um. Ich muss Sie durchsuchen. Gehört zu Ihren Aufgaben. Das war's, Sir. Folgen Sie mir. Danke vielmals. Okay. Tag. Bitte. Danke sehr. Du siehst aus wie ein Feuermelder. Versuchst du verdammt witzig zu sein, Poke? Mein Schädel fliegt mir fast von den Schultern. Meine Kehle brennt wie Feuer. Ich bin krank. Ich weiß. Ich bin auch krank. Du bist krank? Was fehlt dir denn? Wir haben ein Problem. Klar haben wir ein Problem, weiß ich. Ich brauche noch eine Spritze, also besorg mir eine. Besorg mir eine Spritze, los! Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Hör zu, wenn jeder bescheuerte Versager auf dieser Welt sein Dope in den verdammten Knast schmuggeln kann, kannst du mir auch das Zeug beschaffen. Selbst wenn ich es hier reinschmuggeln könnte, funktioniert es nicht. Das Gegengift wirkt nicht, es verlangsamt den Prozess, aber es hält ihn nicht auf. Willst du mir erzählen, dass ich sterbe? Wir beide sterben, das will ich dir erzählen. Ich hatte dich gewarnt. Jetzt hier deine Warnung in den Arsch. Hör zu. Sie haben die Jungs in den Mondanzügen eingesetzt, okay? Die müssen das Zeug haben, das wir brauchen. Dann hol es dir. Geh und besorg es dir auf der Stelle. Ich kann es nicht holen. Sie sitzen im Krankenhaus. Sie haben eine ganze beschissene Armee zu ihrem Schutz. Eine Armee habe ich auch. Ich habe eine Armee von loyalen Männern. Jeder einzelne von ihnen ein Märtyrer, der sein Leben hingibt für mich. Ich habe nicht vor, meine Zeit zu vergeuden, darauf zu warten, dass ich draufgehe in diesem beschissenen Mistloch. Du holst mich hier raus. Hol mich hier raus, Poke. Hol mich schnell raus. Yes, Sir. Dass sich das Virus in der Luft befindet. Nach der Impfung gehen Sie sofort nach Hause zurück.